Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um ein besonderes Thema heute, und zwar um das der künstlichen Intelligenz. Viele wissen ja, dass ich Daniel anders sehe. Ich denke, dass in Daniel das Standbild zum Beispiel nicht vom Römischen Reich redet, dass Daniel überhaupt das Römische Reich nirgends erwähnt hat, sondern dass man die Abfolge der Weltreiche anders deuten muss. Und das hat jetzt ein lieber Bruder in eine künstliche Intelligenz eingegeben im Internet, dieses ChatGPT, und zwar in der Version 4, die wohl besonders leistungsfähig sein soll. Und das ist hochspannend, was dabei rauskommt. Vielleicht als kleinen Disclaimer vorab, ich glaube nicht, dass künstliche Intelligenzen im Internet Bibelauslegungen machen können, wenn man dazu Gottes Geist braucht, ja. Welcher Geist diese Maschinen betreibt und leitet, weiß ich nicht. Zumindest nicht der Geist Gottes. Ich denke, das kann man sagen. Aber es sind ja logische Bezüge, die hier gezogen werden und auch gezogen werden dürfen und auch müssen und die offensichtlich nicht ganz so schwierig sind zu verstehen, wie das allgemein der Fall ist in der evangelikalen Welt. Aber ich möchte euch das gerne zeigen, weil ich finde das hochspannend. Und lese euch mal einfach vor, was er geschrieben hat und was die Maschine da geantwortet hat drauf. Ja? Also man gibt es im Internet in eine Maske ein oder auf dem Handy und dann rechnet diese künstliche Intelligenz dann aus den Daten, die sie aus dem Internet kennt, die Antworten dann zusammen, verknüpft die logisch und kann da auch Schlüsse ziehen draus. Ja? Also er schreibt hier, nenne mir einige große Schwächen der evangelikalen Auslegung zu Daniel, insbesondere dem Standbild und den Tieren und der 70-Jahre-Wochenordnung, welche mit der Historie oder der Bibel nicht vereinbar sind. Dann antwortet die Maschine wie folgt: Die evangelikale Auslegung des Buches Daniel, insbesondere die Passagen über das Standbild, die Tiere und die 70-Jahre-Wochenordnung, hat einige Schwachstellen, die mit der Historie oder der Bibel schwer vereinbar sind. Hier sind einige der Hauptkritikpunkte. Erstens historische Unstimmigkeit oder historische Unstimmigkeiten. Die evangelikale Auslegung identifiziert die Reiche im Traum Nebukadnezars und im Traum Daniels oft mit dem babylonischen, medopersischen, griechischen und römischen Reich. Allerdings gibt es einige historische Unstimmigkeiten, wie zum Beispiel die Existenz eines separaten medischen Reichs. Zweitens Probleme mit der 70-Jahre-Wochenordnung. Die evangelikale Auslegung der 70 Wochen, 490 Jahre, in Daniel 9, Vers 24 bis 27, ist oft mit der Ankunft und dem Tod Jesu Christi verbunden. Allerdings gibt es Schwierigkeiten, diese Zeitspanne genau auf die historischen Ereignisse abzustimmen. Das ist auch das, was ich immer sage, ja. Also, er schreibt doch dann hier weiter, oder die Maschine antwortet dann weiter, zudem variieren die Interpretationen der Start- und Endpunkte dieser 70 Wochen, was zu weiteren Unstimmigkeiten führt. Das ist das, was ich auch immer sage. Ja, entweder der Startpunkt ist bestimmt mit Artaxerxes ja im Jahr 445, 444 vor Christus, noch ist das Todesjahr Jesu Christi bekannt, die Umrechnung passt nicht. Also das schreibt er hier eigentlich auch. Es gibt Schwierigkeiten, diese Zeitspanne genau auf die historischen Ereignisse abzustimmen. Ja? Das ist das, was ich auch in den Videos immer gesagt habe. Das ist erstaunlich, dass er das hier so bestätigt. Ja? Oder dass es das bestätigt. Ja? Das ist ja keine Person, das ist eine Maschine. Ja? Drittens die Identifizierung des kleinen Horns. Das sieht er auch als Problem an, ja, Doppelpunkt. Die evangelikale Auslegung identifiziert das kleine Horn in Daniel 7 und 8 oft als den antiken römischen Kaiser oder eine endzeitliche Personifikation des Antichristen. Diese Interpretationen sind jedoch spekulativ und nicht eindeutig durch den biblischen Text oder die historischen Ereignisse gestützt. Das ist jetzt spannend, ja. Also er sagt, das ist eine reine Annahme. Es sind Interpretationen, obwohl im Englischen, ich vermute, dass die im Englischen denkt, ja, oder analysiert und das dann ins Deutsche hier übersetzt wird. Im Englischen gibt es nur Interpretation, das ist sowohl Interpretation wie auch Auslegung. Ja. Im Deutschen unterscheide ich das zumindest. Ich sage, es gibt natürlich Interpretationen wie Deutungen, Gedichtsinterpretationen in der Schule. Ja. Die unterscheide ich aber von biblischen Auslegungen, die durch Gottes Geist geschehen müssen. Aber hier die Maschine, die
die sagt nur, dass es diese Interpretationen spekulativ sind. Das ist schon mal interessant. Ja? Also sie zieht ja logische Schlüsse aus dem, was im Internet, was in der Historie und auch im Bibeltext wohl steht. Und die sagt, diese Interpretationen sind spekulativ. Das sage ich auch. Ja? Das ist spekulativ, was man da macht. Und sie sind nicht eindeutig durch den biblischen Text gestützt und auch nicht durch die historischen Ereignisse gestützt. Also sie sind Schwachpunkte in der evangelikalen Auslegung, laut Ansicht von ChatGPT, Version 4. Ja? Er sagt, diese früheren Versionen sind noch nicht in der Lage, das so zu schreiben, aber diese Version sei das wohl. Ich habe das nicht geprüft, ja. Ich habe versucht, da reinzukommen. Ich habe das dann auch gelassen. Ich zitiere das hier. Das ist jemand bei uns aus der Chatgruppe, den ich auch persönlich kenne und schätze. Ja. Und der hat es in unserem Chat geteilt. Ich gehe also nicht davon aus, dass es irgendwie gefaked ist. Ja. Dann steht Punkt 4. Viertens, also die kritischen Schwachstellen in der evangelikalen Auslegung. Da sagt die Maschine, die Erwartung eines zukünftigen endzeitlichen Reiches, das ist also für ihn auch ein Schwachpunkt. Einige evangelikale Interpretationen, in Klammern Auslegungen, gehen davon aus, dass das Standbild und die Tiere auf ein zukünftiges endzeitliches Reich hinweisen, das noch nicht auf der Erde existiert hat. Also ich musste nur den Ansatzpunkt jetzt hier suchen, weil die Hardcopies da vom Bildschirm, die sind ein bisschen nicht so ganz synchron, deswegen muss ich ja mitten im Text hier weiterlesen. Ja? Also die Erwartungen eines zukünftigen endzeitlichen Reiches sieht er als Schwachpunkt. Einige evangelikale Interpretationen gehen davon aus, dass das Standbild und die Tiere auf ein zukünftiges endzeitliches Reich hinweisen, das noch nicht auf der Erde existiert hat. Diese Annahme ist jedoch eher spekulativ und nicht durch klare oder historische Belege gestützt. Das ist natürlich richtig, ja. Da geht es jetzt um Prophetie. Wie kann man das, was in der Antike gezeigt wurde, für die Endzeit verstehen und deuten? Und da greift sie natürlich auch einfach zu kurz, ja. Dann Punkt 5, eschatologische Deutungen, also endzeitliche Deutungen. Das sieht sie auch als kritisch an. Evangelikale Auslegungen neigen dazu, die Visionen und Prophezeiungen im Buch Daniel stark eschatologisch auszulegen. Das heißt, sie beziehen sich auf das Ende der Welt oder auf das zweite Kommen Jesu. Während es einige eschatologische Elemente im Buch Daniel geben mag, ist es fraglich, ob alle Visionen und Prophezeiungen ausschließlich in diesem Licht betrachtet werden sollten. Ja, das ist natürlich richtig, ja, da relativiert die Maschine so ein bisschen, aber da setzt halt einfach das ein, was Gottes Geist uns gibt, nämlich diese historischen Dinge dann auch zu deuten auf die Endzeit. Das dürfen wir tun im Geist Gottes. Und da sagt sie, ist natürlich fraglich, ob man jetzt alle Visionen und Prophezeiungen ausschließlich in diesem Licht betrachten sollte, also in Bezug auf Eschatologie. Ganz falsch ist das nicht. Ja, es gibt auch viele Dinge im Daniel, die einfach historisch sind, die Historie beschreiben, den historischen Antiochos Epiphanes, den historischen Nebukadnezar, den historischen Alexander den Großen. Das ist natürlich richtig. Ja, die Bibel benutzt ja historische Ereignisse, nimmt die aus der Geschichte heraus und nimmt die in die Bibel auf. Warum? Weil diese historischen Ereignisse ein Vorbild sind für das, was in der Endzeit wieder passiert. Das ist das, was die Bibel mit Prophetie macht. Ja. Wir machen das anders. Wir achten auf die großen Weltreiche. Wir kennen den großen Alexander den Großen. Wir kennen das große Römische Reich. Und wir vermuten dazwischen nichts. Ja. Und deswegen springt auch die gängige Auslegung, die übliche Auslegung von Alexander den Großen aufs Römische Reich. Die Bibel macht was anderes. Die nimmt Könige aus einer Nische der Weltgeschichte, nämlich die Diadochenkönige. Die kennt überhaupt niemand sonst. Wenn man sich nicht mit Daniel beschäftigt, weiß man von dem Kassander, Lysimachos und Seleukos, da weiß man ja gar nichts von. Ja? Aber die Geschichte berücksichtigt die. Aber sie sind halt, ich sag mal, eigentlich übersprungen worden, weil die große Bedeutung von Alexander dem Großen und auch die große und gigantische Bedeutung des Römischen Reichs, die überstrahlen einfach die Diadochenkönige. Aber die Bibel geht her und nimmt diese Nische, diese unbekannte Nische in die Daniel-Prophetie auf. Warum? Weil diese unbekannte Nische, die kommt. Nicht das, was groß vor Augen ist, kommt, sondern das, was in Gottes Wort steht, kommt. Ja? Und das ist das, wie die Maschine das auch hier eindeutet. Sie sagt, es ist halt fraglich, ob alle Visionen und Prophezeiungen ausschließlich aufs zweite Kommen Jesu betrachtet werden sollten.
Das ist richtig, nicht alle Visionen sind das, ja, die haben auch historische Anteile, das wollte ich damit sagen, aber sie schatten immer die endzeitlichen Ereignisse voraus. Ja. Und das wird ja auch immer genauer und exakter im Daniel. Im Standbild, in Kapitel 2, ist das alles noch sehr grob. Und im Verlauf von Daniel werden die Prophetien immer feiner und exakter. Und ich bin der Überzeugung, abschließend werden sie erst in der Offenbarung des Johannes dann auch beschrieben. Okay, also der Bruder hat dann eine neue Frage gestellt, eine Anschlussfrage, und dann sagte er, das Standbild wird immer auf Babylon, Medo-Persien, das Reich Alexanders des Großen und Rom ausgelegt. Allerdings gab es die Diadochenreiche zwischen Alexander dem Großen und Rom, welche in Daniel ausführlich beschrieben werden. Klammer auf, vor allem Antiochos Epiphanes, Klammer zu. Das Standbild bildet von der Höhe absteigend eine zeitliche Linie ab. Also vor Persien war Babylon, danach Alexander der Große etc. Da nach Alexander dem Großen die Diadochen kamen, erscheint es mir sinnvoller, die vier Schenkel als die vier Diadochenreiche zu identifizieren. Ist das nicht plausibler und historisch und biblisch naheliegender als die gängige Auslegung? Nenne mir Vor- und Nachteile dieser Auslegung. Das ist jetzt spannend, ja, weil er sagt, nach Alexander dem Großen kam nicht das Römische Reich, sondern nach Alexander dem Großen kamen vier Diadochenkönige, also Kassander, Lysimachus, Seleukos und Ptolemäus. Diese vier Diadochenkönige haben sich das Reich Alexanders aufgeteilt. Und könnte es sein, dass die vier Schenkel im Standbild diese vier Diadochen zeigen, die zwischen Alexander dem Großen und dem Römischen Reich historisch gewesen sind? Und jetzt antwortet die Maschine, das ist spannend. Die von Ihnen vorgeschlagene Auslegung des Standbildes bei der, jetzt schreibt er doch Auslegung, ja, also Interpretation, Auslegung, also es scheint er doch unterscheiden zu können, ja. Die von Ihnen vorgeschlagene Auslegung des Standbildes, bei der die vier Schenkel als die vier Diadochenreiche identifiziert werden, ist in der Tat eine interessante Alternative zur gängigen Interpretation. Wow. Also die Maschine sagt dem Bruder hier, dass er da eine Auslegung macht und dass die bisherige Deutung eine Interpretation war. Dann geht es weiter. Hier sind einige Vor- und Nachteile dieser Interpretation. Also, dass die Maschine allein diese komplexe Fragestellung aufnehmen kann und abarbeiten kann, das finde ich schon großartig. Ja? Also, hier sind einige Vor- und Nachteile dieser Interpretation, nämlich der neuen, ja. Vorteile. Erstens, historische Genauigkeit. Die Diadochenreiche, die nach dem Tod Alexanders des Großen entstanden, sind tatsächlich ein bedeutender Teil der antiken Geschichte und haben das politische, kulturelle und religiöse Leben im Nahen Osten und im Mittelmeerraum maßgeblich beeinflusst. Das ist richtig, ja. Deswegen heißen ja die Gotteshäuser der Juden bis heute noch Synagoge. Das ist ja ein griechisches Wort, ja. Ich musste immer ein bisschen schmunzeln drüber. Die müssten doch eigentlich für ihre Gotteshäuser auch ein hebräisches Wort haben. Aber die haben ein griechisches Wort. Warum? Naja, weil die griechische Welt, Alexander der Große und die Diadochen im 1., 2., 3. Jahrhundert vor Christus halt den ganzen Nahen Osten kulturell gekapert haben. Ja? Und ihr wisst ja auch, die Bibel des Neuen Testaments ist nicht in Latein geschrieben. Ja, es war doch damals das Römische Reich, war doch da. Warum wurde denn die Bibel des Neuen Testaments, warum wurde das denn in Griechisch geschrieben? Naja, weil die griechische Welt so einen nachhaltigen Einfluss hatte auf die damalige Weltbevölkerung oder die Bevölkerung der damals bekannten Welt. Ja. Das ist also schon spannend. Ja. Also er bestätigt das hier mit den Diadochen und deren maßgeblichem Einfluss im Osten und im Nahen Osten und im Mittelmeerraum. Ihre Einbeziehung, also die Einbeziehung der Diadochen, in die Interpretation des Standbildes würde die historische Genauigkeit erhöhen. Das ist schon mal schön, ja? Das ist auch das, was ich sage. Das würde dann historisch auch passen. Zweitens, Kontext der Prophezeiung. Da Daniel ausführlich über die Diadochenreiche und insbesondere über Antiochos Epiphanes berichtet, also das ist richtig, ja? Ich habe ja auch gesagt, dass gerade Kapitel 11, das ganze Kapitel 11, beschreibt ja die Abfolge der Diadochen-Dynastien, speziell der Seleukidischen und der Ptolemäischen. Und innerhalb von Kapitel 11 hat Antiochos Epiphanes also das halbe Kapitel für sich alleine. Das hat weder Nebukadnezar noch Kyros bekommen.
Das hat nur Antiochos Epiphanes bekommen. Und das schreibt jetzt auch diese Maschine, da Daniel ausführlich über die Diadochenreiche und insbesondere über Antiochos Epiphanes berichtet, wäre es naheliegend, diese Reiche auch im Kontext des Standbildes zu betrachten. Das ist doch schon mal was, oder? Also, dass man einfach mal sagt, die haben so eine große Ausdehnung da im Daniel bekommen, so viel Raum da eingeräumt, dann wäre es auch sinnvoll, die mal im Zusammenhang mit dem Standbild zu betrachten und nicht direkt aufs Römische Reich zu springen. Dies könnte dazu beitragen, die Prophezeiung besser in den Gesamtkontext des Buches Daniel einzuordnen. Da geht es mir auch immer darum, dass jede einzelne Prophezeiung in den Gesamtzusammenhang des Buches Daniels eingeordnet werden kann, weil das sich gegenseitig plausibilisiert, ja, weil sich das gegenseitig verifiziert. Also das finde ich schon spannend. Okay, das war der Kontext der Prophezeiung im Daniel. Er sagte also, der Kontext würde durch diese Sichtweise jetzt die Beine nicht Beine lassen, zu sein lassen, sondern Schenkel und die auf die Diadochen zu deuten. Das würde dem Kontext der Prophezeiung gut tun, weil das dann in den Gesamtzusammenhang, Gesamtkontext des Buches Daniels besser passt. Ja? Drittens, Kontinuität der Prophezeiung. Die Identifizierung der Schenkel als die vier Diadochenreiche würde auch eine Kontinuität der Prophezeiung gewährleisten, da sie die Lücke zwischen Alexander dem Großen und dem Römischen Reich schließt, die in der traditionellen Interpretation nicht direkt adressiert wird. Aha, das heißt also, die Kontinuität in der Prophezeiung wäre halt besser gegeben, wenn man die Diadochen berücksichtigt, weil das nämlich hier die Lücke zwischen Alexander dem Großen und dem Römischen Reich schließt. Und das wird in der traditionellen Interpretation nicht adressiert. Okay, das ist schon mal interessant. Ja? So, jetzt Nachteile. Erstens, symbolische Bedeutung. Eine Herausforderung bei dieser Interpretation, also bei der neuen, ja, wo man jetzt dann die Schenkel als die Diadochen deutet, eine Herausforderung bei dieser Interpretation besteht darin, die symbolische Bedeutung der verschiedenen Teile des Standbilds, also Kopf, Brust und Arme, Bauch und Oberschenkel, Beine und Füße, also in den Bauch und Oberschenkel zusammen, das ist spannend, ja, also Bauch und Lenden heißt es ja eigentlich in der Lutherbibel, ja, und dann Beine und Füße mit den vier Diadochenreichen in Einklang zu bringen. Das ist eine Herausforderung. Wie passt das dann alles miteinander zusammen, ja? Ist es durchgängig? Pardon. Die traditionelle Auslegung verbindet jeden Teil des Standbildes mit bestimmten Eigenschaften der jeweiligen Reiche. Und es müsste geklärt werden, wie diese Symbolik auf die Diadochenreiche angewendet werden kann. Also er sagt, die herkömmliche Auslegung, die verbindet ja die Materialien, Gold, Silber, Bronze und Eisen mit bestimmten Eigenschaften dieser Weltreiche. Und das ist ja die Frage, geht das bei den Diadochenreichen dann auch, wenn man so eine neue Deutung vornimmt? Ja? Dann Punkt 2, Übereinstimmung mit anderen Visionen. Die traditionelle Auslegung des Standbildes wird oft mit anderen Visionen in Daniel, insbesondere den Visionen der vier Tiere, Daniel 7, in Verbindung gebracht. Es müsste untersucht werden, ob die Identifizierung der Schenkel als Diadochenreiche auch mit diesen anderen Visionen konsistent ist. Das finde ich toll. Ja? Also ich sage, man kann das nicht nur so als Inselerkenntnis, wie ich das immer sage, deuten, sondern das muss auch mit anderen Visionen in Übereinstimmung sein. Also das sage ich auch immer. Das darf man nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen, sondern das muss auch mit anderen Visionen übereinstimmen. Und das tut es auch, gerade Daniel 7 und Daniel 8, passt da auch zu, aber man muss sich da auch ein bisschen neue Gedanken dazu machen. Ja? Aber die Anregung ist natürlich toll. Ja? Drittens, Interpretation der Füße und Zehen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, die Rolle der Füße und Zehen des Standbildes in dieser alternativen Interpretation zu klären. Die traditionelle Auslegung verbindet diese oft mit einer endzeitlichen Wiederbelebung des Römischen Reiches oder einer zukünftigen politischen Macht. Chapeau, ja, also das weiß die Maschine wohl. In dieser alternativen Deutung müsste eine plausible Erklärung für die Bedeutung der Füße und Zehen gefunden werden. Da bin ich voll mit einverstanden, ja. Es ist sogar so, dass in der herkömmlichen Auslegung überhaupt keine Bedeutung für die Füße existiert. Man sagt nur,
Das Standbild hat zwei Beine, das war Ost- und Westrom, das hat die Urgemeinde immer schon so gesehen, sehe ich nicht so, aber so sagt man zumindest, so behauptet man heute. Und in der Endzeit kommen 10 Zehen in Form eines europäischen Reichs mit 10 Staaten, das kommt dann wieder auf. Ja. Das war in den 80er Jahren so, habe ich auch so erlebt, immer wieder auch so gehört, da hatte die EU oder damals noch EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, die hatte damals 10 Staaten und da war man ganz glücklich, dass der Daniel letztendlich passt. Ja. Und man hat es in der Politik ja auch gefunden. Und man hat gesagt, damals gab es das Ost- und Weströmische Reich. Das ist zerbrochen und in der Endzeit kommt Europa mit 10 Zehen. Dabei überspringt man aber die Füße. Und wenn man heute jemand, der dieser Rom-Theorie anhängt, wenn man den einfach mal fragt, wer sind denn die beiden Füße, dann gucken die einen nur ganz groß und ungläubig an, weil diese beiden Füße passen nicht in diese Rom-Theorie hinein. Der Stein, der aber herabgerissen wird von einem Gebirge ohne Hände, der schlägt das Standbild an seine Füße. Und wenn das Standbild die Abfolge politischer Weltreiche darstellen soll, dann müssten zur Zeit dieses Steines, wenn dieser Fels herabkommt, Christus, müssten dann diese beiden Füße regieren. Dann müsste man aber doch wissen, was in der Endzeit diese beiden Füße bedeuten, ja, was das sein soll. Und das gibt es nicht in der jetzigen Rom-Theorie. Und deswegen hinkt die da auch. Und das spricht er hier in gewisser Weise, spricht die Maschine auch an. Ja. Die traditionelle Auslegung verbindet diese oft mit einer endzeitlichen Wiederbelebung des Römischen Reichs oder einer zukünftigen politischen Macht. In dieser alternativen Deutung müsste eine plausible Erklärung für die Bedeutung der Füße und Zehen gefunden werden. Na gut, die kann man relativ schnell geben. Also in der Endzeit wird es eine Neuauflage von 2 der 4 Diadochen geben, nämlich von Seleukos und Ptolemäus, in Klammern Syrien und Ägypten. Also das, was in den Schenkeln, in den 4 Schenkeln noch Seleukos und Ptolemäus war, Seleukiden und Ptolemäer, wird in der Endzeit Syrien und Ägypten sein. Kleiner, schwächer, aber trotzdem vorhanden. Nicht so groß wie die antiken Weltreiche, sondern nur noch 2 Füße und die auch noch gemischt mit Ton. Aber das ist die Deutung, die ich da vorschlage und ich glaube, dass die konsistent ist. Aber die Maschine hat nicht Unrecht. Man müsste das erklären, was das bedeutet, ja. Und wegen der 10 Zehen, da habe ich auch viele Videos auch drüber gemacht. Es gibt ja auch ein Tier mit 10 Hörnern. Es gibt dieses Standbild mit 10 Zehen. Es gibt im Neuen Testament die Dekapolis, das Gebiet der 10 Städte. Und die hängt sehr, sehr eng mit den Seleukiden zusammen. Und deswegen glaube ich, dass die 10 Zehen nicht europäische Staaten sind, sondern man muss die auch im Vorderen Orient finden. Und man muss sie in der Bibel finden. Und sie müssten eine Zehnerschaft bilden, die nicht mehr veränderbar ist, so wie jetzt 27 europäische Staaten existieren. Und wenn man die Evangelien liest, dann findet man die Dekapolis, das Gebiet der 10 Städte. Das gab es schon mal in der Antike, so im ersten vorchristlichen bis ersten, zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Und ich glaube, dass diese Dekapolis wieder aufkommen wird in der Endzeit und die 10 Zehen darstellt. Ja, es gibt also ein ganz bestimmtes Konglomerat, was da in der Endzeit existieren wird. Aber diese AI, diese künstliche Intelligenz, die spricht natürlich darauf an und ich bin ganz einverstanden, da muss man eine plausible Deutung für finden können, weil sonst ist diese neue Interpretation oder neue Auslegung ja auch mangelhaft. Und dann schreibt sie hier, die Maschine, insgesamt ist die von Ihnen vorgeschlagene Auslegung eine interessante Alternative zur gängigen Interpretation, die einige Vorzüge. Da müsste ich jetzt suchen, ich glaube, da fehlt auch einfach ein Endsatz. Also zumindest hat sie einige Vorzüge, in welcher Disziplin, weiß ich jetzt nicht genau. Aber wir lesen einfach mal weiter, weil ich glaube, das ist nicht ganz so kriegsentscheidend, was er hier dann noch ergänzt. Also insgesamt ist die vorgeschlagene Auslegung eine interessante Alternative zur gängigen Interpretation. Sie hat einige Vorzüge. Ja, und wahrscheinlich in historischer und auch in Bezug auf in historischer Hinsicht und auch in Bezug auf den Bibeltext. Ja. Gut, dann stellt der Bruder die nächste Frage zu dem Nachteil unter Punkt 2, nämlich Übereinstimmung mit anderen Visionen. Da fragt er, in Daniel wird ein Ziegenbock mit erst einem ansehnlichen Horn, dann 4 Hörnern beschrieben. Aus einem Horn wächst ein kleines Horn hervor, das allgemein als Antichrist identifiziert wird. Dieses kleine Horn wird mit Antiochos Epiphanes gleichgestellt. Also haben wir das Problem gelöst,
und gezeigt, dass der Gesamtkonzept diese neue Auslegung sogar plausibilisiert. Das heißt also, der Bruder schlägt jetzt der AI, dieser künstlichen Maschine da oder künstlichen Intelligenz vor, dass die Deutung, die er hier vornimmt mit Daniel 7, der neuen Deutung widerspricht und deswegen Übereinstimmung mit anderen Visionen existiert. Ja? Und die Maschine sagt dann, Sie haben recht, dass die von Ihnen vorgeschlagene Interpretation in diesem Zusammenhang durchaus plausibel erscheint. In Daniel 8 wird der Ziegenbock mit dem großen Horn als das Reich Alexanders des Großen identifiziert. Also die Maschine versteht, dass der Bruder hier Daniel 8 zitiert, während die Maschine unter Punkt 2 ja Daniel 7 angesprochen hatte. Ja? Aber sie versteht, dass das, was er hier sagt, aus Daniel 8 kommt. Und sie wiederholt das sehr, sehr fein und sehr, sehr exakt, was dort geschrieben steht. Ja? In Daniel 8 wird der Ziegenbock mit dem großen Horn als das Reich Alexanders des Großen identifiziert. Eigentlich sagt Daniel, dass der Ziegenbock, dass der Ziegenbock der König von Griechenland ist. Und das große Horn zwischen seinen Augen ist der erste König. Das sagt Daniel. Ja. Und diese Maschine fasst das jetzt hier zusammen. In Daniel 8 wird der Ziegenbock mit dem großen Horn als das Reich Alexanders des Großen identifiziert. Passt, ja. Nach dem Bruch des großen Horns, dem Tod Alexanders des Großen, treten vier kleinere Hörner auf, was auf die Aufteilung des Reiches in die vier Diadochenreiche nach dem Tod Alexanders hindeuten kann. Es hat diesen Hinweis, ja? Sagt er, aber das ist nicht falsch, also es könnte darauf hindeuten. Das kleine Horn, das aus einem der vier Hörner hervorgeht, wird oft als Antiochos Epiphanes angesehen, der eine zentrale Rolle in den Prophezeiungen Daniels spielt. Also sie versteht, ja, das passt eigentlich auch, ja, dass der Antiochos Epiphanes da genannt wird und auch eine zentrale Rolle in Daniel spielt. Da ging es der Maschine ja drum. In dieser Hinsicht könnte die alternative Interpretation des Standbildes, bei der die vier Schenkel als die vier Diadochenreiche identifiziert werden, eine konsistente und plausible Verbindung zu den anderen Visionen im Buch Daniel herstellen. Da schau einer an. Diese Interpretation würde die historischen Ereignisse zwischen Alexander dem Großen und dem Römischen Reich einbeziehen und somit zu einer besseren Übereinstimmung mit der biblischen Erzählung führen. Ja, da schau mal einer an. Ja? Also die Maschine sagt, das, was der Bruder hier vorschlägt, würde zu einer besseren Übereinstimmung mit der biblischen Erzählung führen. Wäre eine konsistente und plausible Verbindung zu den anderen Visionen im Buch Daniel. Und da freue ich mich natürlich drüber, auch wenn das jetzt nur eine Maschine ist. Ja? Ich hätte mich gefreut, wenn Theologen dazu in der Lage gewesen wären. Also ich spöttele etwas, ja, seht mir das bitte nach, aber das ist ja unsäglich, ja. Jetzt kommt da hier so eine Maschine, die auch nur über eine künstliche Intelligenz verfügt, nicht mal über Gottes Geist, und analysiert nur die logischen Zusammenhänge und kommt zu solchen Schlüssen. Also das finde ich schon erstaunlich. Außer es sitzt irgendein Theologe im Hintergrund und formuliert diese Texte, ja. Aber ich glaube, dass das schon Maschinensprache ist, was wir hier haben, ja. Und Das, was ich als neue Deutung für Daniel sehe, das akzeptiert die Maschine und sagt, das führt zu einer besseren Übereinstimmung in der biblischen Erzählung. Also schau mal eine an. Dann schreibt sie aber, finde ich auch sehr, sehr fein, ja, also die hat ja richtig Stil, auch diese Maschine. Es ist wichtig, bei jeder Interpretation offen für alternative Perspektiven zu sein. Ja, das wünsche ich mir auch von den Theologen, ja. Und sie im Licht der historischen, kulturellen und biblischen Kontexte zu prüfen. Ja, danke schön. Ja, das ist genau das, was ich seit Jahren auch sage. Die von Ihnen vorgeschlagene Auslegung bietet eine interessante Möglichkeit, die Prophezeiungen im Buch Daniel zu betrachten und zeigt, dass es immer Raum für neue Ideen und Sichtweisen in der Bibelauslegung gibt. Einverstanden. Ja? Also das ist schon, finde ich, schon was Besonderes. Jetzt muss ich mal gucken, wie die Reihenfolge hier ist. Ja, hier ist was eingeschoben worden. Also der Bruder fragt jetzt, vergleiche beide Auslegungsarten. Ja, der sagt zur Maschine, vergleiche das mal, das eine und das andere. Und dann schreibt die Maschine, hier ist ein Vergleich der beiden Auslegungsarten des Standbildes im Buch Daniel. Erstens, traditionelle Auslegung. Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Historischer Verlauf. Die traditionelle Auslegung folgt einer linearen Abfolge der Weltreiche.
die in der Antike im Nahen Osten und im Mittelmeerraum eine bedeutende Rolle spielten. Diese Reihenfolge beruht auf der Annahme eines medischen Reichs, das jedoch in der modernen Geschichtsschreibung nicht mehr als gesichert gilt. Gut, wir haben natürlich in Daniel auch vom Darius dem Meder, das steht deutlich in der Bibel, auch in Daniel, und Medien wird auch in Daniel wörtlich erwähnt, ja, im Gegensatz zum Römischen Reich, das wird in Daniel nirgendwo erwähnt. Aber Medien, Persien, Medo-Persien sind wörtliche Begriffe im Buch Daniel, ja. Was die moderne Geschichtsschreibung daraus macht, ist ja was anderes, aber es gibt zum Beispiel auch Daniel den Meder, ne, der in Daniel 9 dann auch erwähnt wird. Das ist schon biblisch und da gehen wir mal eher von aus als von der modernen Geschichtsschreibung. Ich verlasse mich auch nicht hier auf diese Maschine. Ja? Ich verlasse mich auf Gottes Wort. Für mich ist nur, um das nochmal deutlich zu sagen, für mich ist nur interessant, was die Maschine in der Lage ist, da rauszubringen. Ja? Was ich mir eigentlich von Theologen erhofft und erwünscht hätte, wo sie offensichtlich nicht so in der Lage sind oder nicht willens zu. Ja? Beides wäre fatal. Dann die traditionelle Auslegung in Bezug auf den Gesamtkontext von Daniel. Die traditionelle Auslegung ist konsistent mit der Vision der vier Tiere in Daniel 7, die oft als Parallele zu den vier Teilen des Standbildes betrachtet werden. Allerdings bleibt die Rolle der Diadochenreiche und insbesondere Antiochos Epiphanes in dieser Interpretation eher unberücksichtigt. Das ist richtig. Ja? Das ist exakt der Schwachpunkt, denn Antiochos Epiphanes scheint Gott sehr wichtig gewesen zu sein. Aber der bisherigen Auslegung ist Antiochos Epiphanes scheinbar vollkommen unwichtig. Und diese Diskrepanz, die gilt es auch zu lösen, zu berücksichtigen. Ja? Gesamtkontext der Bibel bei der bisherigen Auslegung. Die traditionelle Auslegung verbindet das Römische Reich und die Füße und Zehen des Standbildes oft mit einer endzeitlichen Wiederbelebung des Römischen Reiches oder einer zukünftigen politischen Macht, die in Verbindung mit dem Antichristen und dem Ende der Welt steht. Das weiß die Maschine, ja? Die Logik der bisherigen Auslegung. Die traditionelle Auslegung bietet eine einfache und leicht verständliche Abfolge der Weltreiche, also ist leicht verständlich, ja, die jedoch einige historische und kontextuelle Schwachstellen aufweist. Dankeschön, ja, mehr sage ich ja auch nicht. Punkt 2, alternative Auslegung. Babylon und dann die vier Diadochenreiche. Historischer Verlauf. Die alternative Auslegung berücksichtigt die historische Bedeutung der Diadochenreiche nach dem Tod Alexanders des Großen. Genau. Diese Interpretation schließt die Lücke zwischen Alexander dem Großen und dem Römischen Reich, die in der traditionellen Interpretation offen bleibt. Genau. Gesamtkontext von Daniel. Die alternative Auslegung bietet eine stärkere Verbindung zu den ausführlichen Beschreibungen der Diadochenreiche und Antiochos Epiphanes im Buch Daniel. Respekt. Eine stärkere Verbindung zu den ausführlichen, wie sagt er, zu den ausführlichen Beschreibungen im Buch Daniel. Es ist stärker verbunden mit Daniel. Ja? Sie harmonisiert auch mit der Vision des Ziegenbocks und des kleinen Horns in Daniel 8, das als Antiochos Epiphanes interpretiert wird. Das stimmt auch mit anderen Prophetien überein. Ja? Das ist ein Hammer, was die Maschine hier macht. Ja? Ich finde, das ist schon heftig. Und dann zum Gesamtkontext der Bibel. Die alternative Interpretation legt den Fokus stärker auf die historischen Ereignisse, die zur Zeit Daniels und danach stattfanden, und weniger auf endzeitliche Spekulationen. Das ist vernichtend. Ja? Soll ich das nochmal lesen? Die alternative Interpretation legt den Fokus stärker auf die historischen Ereignisse, die zur Zeit Daniels und danach stattfanden, und weniger auf endzeitliche Spekulationen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Logik: Die alternative Auslegung bietet eine plausiblere historische und kontextuelle Interpretation, die jedoch möglicherweise eine neue Erklärung für die Bedeutung der Füße und Zehen des Standbildes erfordert. Exakt erfasst, ja? Exakt das Problem erfasst. Das, was hier was ich als alternative Auslegung vorstelle, bietet eine plausiblere historische und eine plausiblere kontextuelle Interpretation. Das heißt, sie ist der Bibel näher und der Geschichte näher. Aber sie erfordert eine neue Erklärung für die Bedeutung der Füße und Zehen im Standbild. Und die habe ich ja auch geliefert, ja? Wer die Füße sind, wer die Zehen sind, in ausführlichen Videos. Ich kann das jetzt hier nur streifen. Ja? Das ist ein Hammer.
Ja? Also exakt die Problemstellung erfasst, logisch analysiert, in den Gesamtkontext der Bibel gestellt und auch in den historischen Gesamtkontext. Und beide Interpretationen finde ich sehr sauber analysiert. Jetzt fragt der Bruder, vergebe Punkte in Sachen Gesamtkontext, Historie und Logik. Welche Auslegung erreicht eine höhere Punktzahl? Das finde ich super. Also vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass du das überhaupt gemacht hast. Ja? Ich habe mich das bisher nicht getraut, da dran zu gehen. Ich kenne mich da auch nicht so sehr gut aus mit. Pardon, aber dass du das gemacht hast, finde ich toll. Und das hier finde ich sehr, sehr gut, weil das so griffig macht, ja, mit der Punktevergebung. Jetzt wird es nochmal spannend, ja. Um Punkte für die beiden Auslegungen in den Kategorien Gesamtkontext, Historie und Logik zu vergeben, verwenden wir eine Skala von 1 bis 5, wobei 1 die niedrigste und 5 die höchste Punktzahl ist. Erstens, traditionelle Auslegung, Babylon, Medo-Persien, Griechenland und Rom. Gesamtkontext, 3 Punkte. Historie, 2 Punkte. Logik, 3 Punkte. Gesamtpunktzahl, 8. Jetzt urteilt eine Maschine über die Logik einer menschlichen Deutung eines Bibeltextes. Und sie sagt, es ist Gesamtpunktzahl 8. Soweit sind wir schon. Ist auch ein bisschen erschreckend, finde ich. Ja? Okay, zweitens alternative Auslegung. Babylon und dann die vier, bis zu den vier Diadochen reichen. Gesamtkontext 4 Punkte. 4 von 5 Punkte für den Gesamtkontext. Historie 4 von 5 Punkten, Logik 4 von 5 Punkten, Gesamtpunktzahl 12. Also die erste hatte 8, die übliche, und die ich vorstelle, hat 12 in Bezug auf Kontext, Historie und Logik. Das ist heftig, oder? Dann schreibt er, die alternative Auslegung erreicht eine höhere Punktzahl in den Kategorien Gesamtkontext, Historie und Logik, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise eine plausiblere und kontextuellere Interpretation der Prophezeiung im Buch Daniel darstellt. Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Dennoch ist es wichtig, bei der Bibelauslegung offen für verschiedene Perspektiven zu bleiben und die jeweiligen Stärken und Schwächen jeder Interpretation zu berücksichtigen. Und ich möchte noch ergänzen, auch offen zu legen dem Zuhörer, die Grenzen offen zu legen, die Schwachpunkte zu zeigen, ja, zu berücksichtigen in den Deutungen und Auslegungen. Dass man einfach sagt, die gängige Lesart ist so, aber die hat diese und jene Schwächen. Und das mache ich halt auch in meinem Kanal. Ich kritisiere nicht nur die gängige Auslegung, sondern ich zeige ja auch neue Lesarten. Und einerseits freue ich mich sehr darüber, was dieses ChatGPT da rausanalysiert. Und andererseits finde ich das unheimlich. Ich finde das unheimlich, ja. Weil wenn das echt ist, und da gehe ich von aus, dann haben wir mit einer tatsächlich künstlichen Intelligenz zu tun. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob die künstlich oder natürlich ist. Dann haben wir hier mit einer Intelligenz zu tun, die geschaffen wurde von Menschen und die Gegenstand vieler Spielfilme war, vieler Science-Fiction-Filme. Und die eine sehr unheimliche, dystopische Welt zeigt für die Endzeit, ja. Aber es hilft nichts, ja, die Zeit geht voran, das kann auch niemand aufhalten, was hier passiert und was andernorts passiert. Vor allem kann niemand aufhalten, dass Jesus Christus wiederkommt, das ist das Schöne bei dem Ganzen, aber es wird schon wirklich seltsam, ja. Die Zeiten sind sehr seltsam. Ich wollte euch das nur zeigen, das ist mal die logische Verknüpfung, die hier gezeigt wurde. Ich habe damit nicht gerechnet. Ja. Ich finde es einerseits ermutigend, andererseits finde ich es, wie gesagt, auch gefährlich, was da passiert und was daraus erwachsen könnte. Wo es mir im Einzelnen darum geht, ist einfach, dass man wohl bei rein logischer Analyse dessen, was ich als Daniel, prophetierend Daniel Auslegung zeige, 50% höhere Punktzahl hat, ja, also 12 von 15 statt 8 von 15. Und da freue ich mich natürlich drüber, weil das für Glaubwürdigkeit sorgt, ja. Nochmal, mir geht es nicht darum, ob die Maschine das jetzt gut heißt oder nicht, ja, auch unabhängig von der Maschine, glaube ich, dass Gottes Wort das zeigt. Es zeigt mir aber auf der anderen Seite, dass diese ständigen Einwände von irgendwelchen Theologen oder
ich sag mal auch Laien, ja, ich bin ja auch Laie, die diese alternative Auslegung da kritisieren, dass die auf ziemlich tönernen Füßen steht. Und dass sich die übliche Theologie, und ob das jetzt Fachleute und Theologen sind oder ob das Laien sind, sich tunlichst nochmal mit dieser neuen Art der Deutung auseinandersetzen sollten, wenn sie denn Zeit und Lust dazu verspüren. Ja. Ob die Prophetie eintritt oder nicht, können wir ohnehin nicht beeinflussen. Ist auch nicht so wichtig, ob Daniel sich, also ich will mal so sagen, Daniel erfüllt sich so oder so. Ja. Wichtig ist es, dass wir zu Jesus Christus gehören, habe ich auch mehrfach schon gesagt. Also ich wollte euch das nur zeigen, ich war da sehr erstaunt darüber, dass sowas möglich ist. Habe mich sehr gefreut, dass der Bruder das auch mir zugeschickt hat. Der hat es bei uns auf dem Kanal auch veröffentlicht. Ich werde das auch jetzt in Telegram auf meinem Kanal zeigen. Und dieses Video lade ich dann auch hoch. Und ich denke mal so, dass man vielleicht sogar heute Abend sich das anschauen könnte. Ich glaube, das ist relativ wenig Arbeit zu schneiden. Ich danke sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch alles Gute. Gottes Segen bleibt am Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wahr. Ja, und das wird sich erfüllen. Und ich glaube, wenn das ein oder andere eintritt, wird der ein oder andere vielleicht auch seine Bibel nochmal neu aufschlagen und vielleicht sagen, ich muss das nochmal neu lesen und neu durchdenken. Ja. Ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.